Herzlich willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens Daily DAX. Heute am Dienstag, dem 4. Mai 2021. Ja, zweiter Tag im Handelsmonat Mai und da kippt schon die Stimmung. Der deutsche Aktienindex ist heute unter die wichtige Ausbruchsunterstützung gefallen, nämlich in dem Bereich von eben rund ja, 15,1. Und da diese ja kontinuierlich angestiegen war und ja, das hat dann doch eben den Rückhalt der Bullen hier gestoppt. Und wir sehen somit jetzt hier dann doch, dass der Leitindex aktuell zumindest fast 2% nun auf Wochensicht schon bereits verliert. Und vor allem jetzt hier mit dem möglich hinterlassenen Fehlausbruch im wirklich mittelfristigen Chartfenster hier jetzt durchaus auch die Korrektur eingeleitet haben könnte. Und das hätte eben zur Folge, dass wir zumindest die erste Bewegung Richtung letzte Ausbruchsmarke von ca. 14.160 Punkte sehen werden. Mit meiner Short-Trading-Idee bin ich somit auf der richtigen Seite, denn ich betonte ja, dass der Monat Mai die Entscheidung bringen dürfte. Grund bzw. auch hier jetzt hier, um ganz klar den Stoppkurs bereits deutlich anzuziehen, Näheres dazu in der Ausgabe, denn vor jedem Gewinn steht zunächst einmal ganz klar die Minimierung des Risikos. Das will ich mal hier ganz klar betonen und mit der ersten wichtigen Anpassung kann ich jetzt hier schon entsprechend beruhigter bei dieser Trading-Idee vorgehen. Dann noch ein Blick auf Infineon. Ja, der Tech-Index in den USA, er kommt unter Druck und das geht natürlich auch nicht spurlos an der Infineon-Aktie vorbei. Und wir sehen gerade heute, beziehungsweise jetzt in Summe auch, ein recht negativ charttechnisches Bild. Gerade heute verlor die Aktie 5,9% und mit dem heutigen Startschuss, gerade mit dem Trendbruch, könnte das jetzt noch hier eine Spur mehr an Dynamik annehmen, mit einem möglichen Ziel von bis zu 29,30, wie auch ehemals skizziert. Es bleibt spannend. Die Märkte gewinnen an Volatilität. Nichts anderes kann man sich doch auch nur wünschen. Unabhängig davon, ob sell in May und go away, es gibt immer wieder Chancen, in welcher Marktrichtung auch immer. Darauf kommt es eben an. Einen schönen Abend nun und bis zur nächsten Ausgabe.